Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Degusta-Box aus dem Januar 2024. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 15,99 € kostet die Box pro Monat und die erscheint auch monatlich. 10 bis 15 Food-Produkte sind hier drin enthalten und die haben immer einen recht guten Warenwert, also schon über 20 €. Und hier sind sowohl Trendy-Produkte drin, aber auch so Basic-Produkte. Und ihr könnt mit meinem Code Claudi die erste Box für 9,99 € bekommen. Genau, ja, ich finde die immer ziemlich nice und habe sie auch schon seit Anfang meiner YouTube-Zeit im Abo. Irgendwann hat sich daraus eine Kooperation entwickelt und deswegen, ja, ist das hier auch eine Box, die ich in Kooperation erhalte. Vielen Dank an das liebe Degusta-Boxen-Team. Und ihr könnt auch eine Box in diesem Video gewinnen. Die wird dann direkt von der Degusta-Box zu euch geschickt und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Genau, ja, ich habe schon in ein paar anderen Videos gesagt oder ich weiß nicht, je nachdem, wie ich die Videos, in welcher Reihenfolge ich das hochlade. Ich habe heute Drehtag, ich habe leider ohne Ton gefilmt und filme alle Videos nochmal. Läuft bei mir, das ist großartig. Bis auf ein Video kann ich auch alle Videos nochmal drehen. Das andere war, also das, was ich nicht nochmal drehen kann, ist ein Q&A gewesen. Schade Schokolade, denn ja, da geht es ja auch wirklich um spontane Beantwortung der Fragen. Das kann man nicht wiederholen. Und deswegen habe ich das schon mal so ein bisschen ausgepackt. Aber wir schauen nochmal zusammen rein. Das Motto von der Box ist New Year, New Me. Aber das, was ich auch herausgefunden habe, ist es so ein bisschen wie January ist, weil alle Produkte irgendwie vegan sind. Das finde ich ziemlich nice. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Produkt, was ich hier schon die ganze Zeit trinke. Denn das ist von Tanqueray, alkoholfrei mit Tonic. Jo, einfach mal ein Getränk. Das schmeckt recht bitter. Also wenn das so auf die Zunge kommt, ist es relativ angenehm fruchtig süß, ne? Und dann, wenn man es runterschluckt, im Rachen wird es ein bisschen bitter. Hat Kohlensäure drin und ich trinke das hier halt einfach auf. Mittlerweile geht das ganz gut klar. Dann habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir hier Ravioli drin haben. Und zwar von Maggi Veg. Also Veg, also Veggie, ne? Bolognese mit Sojahack finde ich sehr, sehr cool. 800 Gramm ist echt ein Brocken. Schatzi und ich haben nicht jeden Tag Zeit, Lust, wie auch immer, zu kochen. Und dann kommt sowas ganz gerufen, ja, dass wir halt sowas dann einfach in der Vorratskammer stehen haben. Und wenn es dann mal drauf ankommt, dass man sich da einfach mal eine Dose aufmacht, das erwärmt und dann isst. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Also finde ich auch ehrlich gesagt echt nice, dass wir das hier mit drin haben. Denn hier sind so ein paar Produkte drin, die für die Leute geeignet sind, die einfach mal so ein, ich habe gerade keine Zeit und keine Lust zu kochen, gemacht sind. Zum Beispiel hier auch nochmal von Follow Food, kein Beef, auch nicht mit der Natur. Ein Bio-Chili-Sin-Carne in vegan und da machst du einfach heißes Wasser drauf, wie so eine 5-Minuten-Terrine und hast dann ein Gericht. Finde ich persönlich für mich sehr, sehr geil, weil ja, gerade an den Tagen, wo Schatzi dann im Büro ist, geht hier manchmal so ein bisschen zeitlich gesehen die Post ab, sodass ich dann einfach mich darüber freue, wenn ich mich nicht an den Herd stelle. Dann kann ich da einfach mir so eine kleine 5-Minuten-Terrine machen. Und ich habe sowas mit Chili Sin Carne oder auch Chili Con Carne noch nie als 5-Minuten-Terrine gesehen. Deswegen finde ich es sehr interessant. Ich kannte das sonst so eher als Suppen oder so ein bisschen nudelig oder sowas, ne? Das finde ich sehr ansprechend. Noch was, was ich dann so für den schnellen Hunger zwischendurch für mich oder für ein schnelles Mittagessen nehmen kann, ist hier von Naturco, Naturkompanie Bio-Champignon-Cremesuppe. Und ja, ne, reicht eigentlich für 2 Portionen. Mein Freund mag jetzt nicht so gerne solche Suppen. Der ist nicht so ein Suppenkasper wie ich. Und dann habe ich auf jeden Fall hier 2 Portionen einfach für mich. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil das halt auch wirklich einfach zuzubereiten ist und einfach schnell fertig, ein einfaches, schnelles Mittagessen. Und da haben wir halt 3 Stück von in dieser Box, was ich persönlich immer sehr feiere, wenn wir hier Mittagessen halt auch drin haben. Klar, Frühstück haben wir hier manchmal mit dabei, auch Abendbrot, aber Mittagessen, das finde ich immer richtig geil. Wir haben hier auch noch was, was man halt additiv zum Mittagessen nehmen könnte. Und zwar Pesto von Varia in vegan. Das ist mit Cashewkern und Basilikum. Da muss man sich einfach nur ein bisschen die Nudeln vorher kochen. Dann machst du dir ein bisschen Pesto drüber und hast einfach ein easy peasy lemon squeezy leckeres und gesundes, relativ gesundes Mittagessen.
finde ich gut. Also ich mag auch gerne grünes Pesto. Ja, mein Freund nicht so, aber das ist nicht schlimm, weil sowas geht bei mir dann auch relativ schnell leer. Wenn ich mir einmal Nudeln koche, dann mach ich mir da verschiedene Gerichte von. Nudeln mit Pesto, Nudeln mit Tomatensoße, also mit Ketchup oder eine fertige, wenn man sie da hat. Wobei, ich hätte noch eine, glaube ich. Nudeln mit Marmelade und Zucker, Leute. Das ist so mein Ding. Volle Elle. Esse ich meistens, wenn ich alleine bin und Schatzi nicht da ist, weil der kriegt davon einen Brechreiz. Ja, Nudeln mit Zucker ist auch immer einfach so eine simple Geschichte, ne? Also, ich mag sehr gerne Nudeln. So soll man meinen. Dann habe ich ja auch noch etwas für zwischendurch mit dabei. Und zwar ist es einmal von Foodspring der Vegan Protein Cookie mit Apfelzimt. Also, ja, das habe ich nicht ganz so sehr gefeiert, weil ich persönlich einfach, auch wenn ich noch Spekulatius esse, esst ihr noch Weihnachtssüßigkeiten oder Wintersüßigkeiten? Doch, Wintersüßigkeiten schon, aber Weihnachtssüßigkeiten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Weil das ist eigentlich so relativ schon fast vorbei, würde ich sagen. Ja, man hätte auch noch eine andere Alternative mit drin haben können. Und zwar Blueberry Cheesecake. Ich glaube, das wäre mehr so mein Vibe gewesen. Aber, naja, ne? Komme ich auch mit klar. Dann habe ich hier noch etwas für zwischendurch. Und zwar von DM Sportness Protein Brownie. Und auch sowas, ne? Wenn ich einfach mal so meine Drehtage habe und dann zwischendurch mal was esse. Eben habe ich zum Beispiel auch so einen Blissball mir gegessen aus dem, ich glaube, DM Adventskalender war der. Ja. Und ich mag auch gerne diese Proteingeschichten. Die sind immer sehr gehaltvoll und sehr kompakt. Ich mag das aber. Also nicht jeder mag dieses Mundgefühl, aber ich fahre da halt echt drauf ab. Ja, und dann habe ich hier noch ein bisschen was für Naschi abends. Leider nur eine kleine Größe. Ich denke, damit werde ich meinen Freund sehr glücklich machen. Ofenchips in der Geschmacksrichtung Smoky Barbecue Style. Hier sind 20 Gramm drin. Wirklich nur so ein Hauch von, ne? Aber mein Freund mag gerne Riffelchips. Mein Freund mag gerne Smoky Barbecue auf Chips, ne? Und deswegen glaube ich schon, dass das was Gutes sein könnte. Aber ich glaube, der mag nicht so gerne die Ofenchips. Weiß ich, ich komme da immer durcheinander. Es gibt Ofenchips, es gibt Kesselchips. Eine davon mag der richtig gerne und die andere eher nicht so. Ich glaube, doch, die Ofenchips mochte der, glaube ich, schon, aber die Kesselchips nicht so. Nun, steigt da mal einer durch, ne? Dann habe ich noch was fürs Abendbrot, kannst aber auch zum Frühstück essen. Von Tartex, Senfdill mit Senfsaat, ein Abendbrotaufstrich. Das ist halt so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, etwas deftiger und weniger dieses Süße, wobei dieses, wenn du das mit Senf hast, gut, ein bisschen Schärfe hast du schon mit dabei, ne? Aber das kann ich mir ganz gut auf so einem richtigen, kernigen Bauernbrot vorstellen. Das ist schon so meins, ne? Und ich esse mir eh meistens so zwei Scheiben Brot, eine süße und eine herzhafte. Also erst das herzhafte, dann das süße. Und deswegen könnte das ganz gut werden, muss ich mal schauen. Du kannst aber auch sicherlich das, was hier drin ist, noch gut weiterverwenden. Vielleicht in Soßen oder so. Das könnte was sein. Kennt ihr so verlorene Eier in Senfsoße? Oh, ist voll lecker. Voll lecker. Gut, etwas, was man dann kombiniert essen kann, denke ich mal, zum irgendwas Abendbrot, ist hier so von Heinz Chili. Ich glaube, das ist so ein Dip, oder? Kannst du da Tortillas rein dippen oder was ist das? Heinz ist vegan. Heinz überzeugt mit drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Heinz vegan, Mayo, Klassik, Aioli und Chili. Ach, guck mal, Aioli und Mayo hätte man auch noch alternativ haben können. Und, ja, das kann man sonst auch irgendwie zu irgendwas dippen. Weiß ich aber noch nicht genau zu was. Irgendwelche asiatischen Gerichte vielleicht. Und das Highlight meiner Meinung nach aus dieser Box ist definitiv dieses Müsli. Als Boxen-Highlight von der Degusta-Box ist das Pesto beschrieben. Hier hätte es auch noch zwei andere Geschmacksrichtungen gegeben. Einmal Knusper pur, Knusper Schoko und Knuspernüsse und Kerne. Knusper pur wäre wahrscheinlich das gewesen, was für meinen Freund was gewesen wäre. Und das hier voll für mich. Auch wenn ich eine Kooperation mit meinem Müsli habe und da eigentlich echt ausgesorgt habe. Sowas ist auch manchmal ganz nice, ne? Vor allem, wenn du es in Boxen drin hast, dann das wird hier nicht schlecht. Müsli ohne Zuckerzusatz, Knuspernüsse und Kerne finde ich großartig. Ich mache mir nämlich gerne auch in solche Müsli-Mischungen diese Saaten- und Kerne-Geschichten vom DM rein. Finde ich auch super lecker. Super lecker. Und hier habe ich es jetzt einfach schon als vorgefertigtes Müsli. Und ich sehe hier Mandeln, ich sehe Pekannüsse, ich sehe Cashewkerne, ich sehe Haselnüsse und Kürbiskerne.
Ich glaube, wir werden Freunde. Und das ist jetzt auch einmal die Box aus dem Januar gewesen. Und ich finde sie sehr, sehr gut bestückt. Ich finde es interessant, dass wir hier auch wirklich ein V-January bekommen. Und ja, halt einfach zum neuen Jahr auch ein paar neue Produkte kennenlernen dürfen, wo auch wirklich neu draufsteht. Das sind dann auch wahrscheinlich Produkte, die es jetzt auch just mal gerade im Laden gibt. Und ich persönlich gehe ja immer mit dem also mehr oder weniger mit unsichtbaren Scheuklappen durch den Supermarkt, packe meine Sachen ein und gehe raus. Ich stöbe halt wenig, dass ich halt auch mal eine andere Marke ausprobiere oder so. Es sei denn, ich habe sie halt schon mal bei einer Freundin irgendwie getestet oder halt in so einer Box drin gehabt, dann greift man auch mal dazu. Zum Beispiel diese Tony's Chocolonelys hatten wir auch schon öfters mal in so einer Box mit drin. Und die wandern jetzt auch immer öfter in meinen Warenkorb, einfach weil ich herausgefunden habe, dass die irre lecker sind. Ja, ihr Lieben, schreibt mir mal gerne die Meinung von euch, wahrscheinlich von euch und nicht von eurem Nachbarn, in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen, wie ihr die Box so fandet. Für 15,99 finde ich, ist es ein super Start. Und ja, wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.